Hi, ich bin Lea. Meine Hobbys sind Kochen, Backen und ich schraube auch ganz gerne an Fahrrädern. Also beim Kochen und Backen natürlich am Ende auch das Essen und auch das, dass ich das mit Leuten teilen kann. Und das bereitet mir auch immer sehr viel Freude. Und ja, beim Fahrräderschrauben, ich kann am Ende nachher ein cooles Rad fahren. Mir macht Fahrradfahren generell sehr viel Spaß und die Technik drumherum und das Schrauben ist halt auch einfach meine Passion. Und deswegen, für mich ist es jetzt nicht nur Jungs in Anführungszeichen Männerthema, also es gibt genauso gut auch Frauen, die das können. Nur weil es manchmal handwerklich ein bisschen schwerer ist oder weil man halt auch manchmal ein bisschen mehr Kraft braucht, heißt das nicht, dass man das nicht hinkriegt. Nur wenn man eine Frau ist. Und es ist auch nicht nur eine reine Männersache, an Fahrrädern zu schrauben. Ich kenne sehr, sehr coole Frauen, die da auch sehr, sehr viel schon bewirkt haben in der Branche. Auf dem Bild sieht man es ganz gut, die 10-jährige Lea, wie sie ihren ersten Fahrradrahmen zu Weihnachten bekommen hat. Das war mein Kona Lavadum. Da habe ich mich an Weihnachten 2008 ganz, ganz aktiv gefreut. Und damit hat es dann angefangen, dass ich so gerne Fahrräder geschraubt habe. Ich habe das Rad selber aufgebaut mit meinem Papa zusammen, unter Anleitung von ihm. Habe da einiges tatsächlich gelernt. Ganz, ganz häufig beispielsweise Innenlager ein- und ausbauen, was ich immer noch sehr, sehr gerne mache. Musste ich insgesamt 6-mal oder 8-mal sogar machen, damit ich wirklich weiß, welches Gewinde wo ist und welche Steigung hat, wie es nachher reingebaut wird. Am Ende ist dann das Rad rausgekommen, mit dem bin ich 6 Jahre lang zur Schule gefahren. Das war mein ganzer Stolz in Händisch während der ganzen Tourzeit. Es hat immer super viel Spaß gemacht, damit rumzufahren, konnte auch immer eine coole Geschichte dazu erzählen und habe auch ganz, ganz schöne Erinnerungen dran, mit dem Rad in die Schule zu fahren. Ich habe immer schon ganz, ganz gerne an Fahrrädern geschraubt. Es hat super viel Spaß gemacht, auch Rad zu fahren. Und dann habe ich mehrere Schulpraktikas in dem Beruf gemacht, über einen befreundeten Radladen. Habe dann festgestellt, das ist was ich ganz gern machen würde. Und bin dann über ein paar Umwege mit nach dem Realschulabschluss erstmal noch das Wirtschaftsgymnasium und mein Abi machen, weil ich halt noch sehr, sehr jung war, dazu gekommen, dass ich einfach mal rumgeschaut habe. Ich habe gesagt, ich möchte das als Ausbildung machen. Und habe dann auch eine gute Empfehlung bekommen von dem Radladen, ich soll mich mal bei Paul Lange bewerben, weil ich eh ein großer Shimano-Fan bin und damals auch schon war. Und habe mich dann hier beworben und bin dann als Auszubildende angenommen worden. Also man muss sich teilweise schon ein bisschen mehr beweisen, aber nie gegenüber irgendwelchen Kollegen oder irgendwie den Leuten, mit denen man so direkt zusammenarbeitet, sondern eher so mit dem Umfeld. Da gibt es manchmal blöde Blicke, es gibt blöde Kommentare, dass ich als Frau, wie gesagt, zu klein, zu schwach bin. Ich bin nicht sonderlich groß, ich bin nicht sonderlich stark, kräftig gebaut. Dass ich manche Sachen nicht tragen kann, dass ich manche Sachen nicht heben kann, dass ich das technische Verständnis nicht hatte. Das habe ich auch ganz, ganz oft gehört, dass ich kein technisches Verständnis habe als Frau und dass ich mich aus so einem Beruf fernhalten soll. Aber das waren immer Sachen, auf die habe ich nicht gehört. Ich bin tougher geworden. Ich nehme mir manche Sachen einfach nicht mehr so zu Herzen. Ich weiß, was ich geschafft habe. Ich weiß, was ich erreicht habe. Und ich habe alle Dinge gemacht, die ich immer so cool fand, auf die ich immer Lust hatte und stehe jetzt genau da und habe das erreicht, was ich schon immer machen wollte, seit ich ein kleines Kind bin. Seit ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte die Ausbildung machen. Es gab nie einen Plan B. Es gab immer nur diesen Plan A und auch mit der Meisterschule nach der Ausbildung direkt im Anschluss den Meister zu machen. Und ich habe es durchgezogen und bin super stolz drauf. Und wenn irgendwelche blöden Sprüche, blöde Kommentare oder sowas kommen, dann ignoriere ich es eigentlich, weil ich weiß, was ich erreicht habe. Und dass ich auch darauf sehr, sehr stolz sein kann. Das, dass ich weiterhelfen kann, das macht mir am meisten Spaß, in der Hotline Händlern weiterzuhelfen, irgendwelche coolen Probleme zu lösen, in Anführungszeichen. Man lernt jeden Tag was Neues und das macht auch richtig, richtig viel Spaß. Weil man hat jeden Tag eine neue kleine Herausforderung, man hat jeden Tag irgendwie neue Sachen, auf die man sich einlassen muss. Es ist nie jeden Tag immer das Gleiche und das macht am meisten Spaß. Auch der ganze Kundenkontakt.
Also ich möchte generell nicht nur den Mädels, sondern eigentlich allen mitgeben, wenn ihr was machen wollt, zieht es einfach durch. Egal, ob alle hinter euch stehen, euer Freundeskreis oder ob sich irgendwelche Leute gegen euch stellen. Wenn ihr einen Beruf machen wollt, wenn ihr irgendwas erreichen wollt, dann zieht es einfach durch, weil es lohnt sich, am Ende nachher das erreicht zu haben, was man immer möchte. Man ist dann super stolz drauf und es macht einem auch Spaß und es ist auch so ein bisschen, es erfüllt das Leben, wenn man genau das macht, was man schon immer machen möchte. Ich bin Lea und ich bin Zweiradmechanikermeisterin. Wenn ihr euch jetzt auch für so einen coolen Ausbildungsberuf interessiert als Zweiradmechatroniker oder generell für einen Job in der Fahrradbranche oder einen Ausbildungsberuf in der Fahrradbranche, dann guckt doch einfach mal auf paul-lange.de vorbei.